Willkommen zurück. Folge 4 haben wir heute. Wir haben ein bisschen was hier gemacht. Es geht jetzt nochmal um Wasserschaden. Wir hatten hier einen ziemlich umfangreichen Schaden. Wenn du das nicht gesehen hast, dann schau mal gerne zurück. Wir verlinken nochmal gerne die Playlist, dass du vielleicht mal Teil 1 bis Teil 3 vorher durchschaust, weil die letztendlich aufeinander aufbauen. Kurz gesagt, wir haben hier einen großen Wasserschaden gehabt. Wasser ist ausgetreten, Wasser ist selbst durch die Geschossdecke in den Keller runtergegangen. Und jetzt sind wir dabei, das Ganze herzurichten. Das kurz zum Vorwort. Wie du siehst, waren wir fleißig, wenn du die Videos davor kennst. Wir wollen einfach mal schauen, wir gehen mal kurz durch, fangen mal im Badezimmer an. Da ist in der Regel auch die meiste Arbeit und dann erzähle ich mal zwei Sätze dazu, wie es da jetzt gerade aussieht. Hier ist die meiste Arbeit gewesen. Wir haben uns hier mit der Wand vieles einfach gemacht. Kann ich dir auch empfehlen. Wir haben hier alle Rohre neu gezogen, die ganze Unterverteilung und alles ist darunter neu. Jetzt musst du da sehr viel Putz auftragen. Wir machen uns das ganz einfach. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Vielleicht kann man kurz einmal mit der Kamera näher dran gehen. Mit diesen Platten, die wir einfach draufschrauben. Das heißt, damit fällt das komplette Verputzen weg. Beim Verputzen musst du halt auch mal bedenken, der Putz hat eine gewisse Trocknungszeit. Ich glaube, man sagt pro Zentimeter eine Woche. Das heißt, wir hatten teilweise hier 5 cm aufzuputzen. Das heißt, da wäre die Trocknung allein nur für den Putz 5 Wochen gewesen. Und da muss man glatt ziehen. Ne? Das heißt also, ja, mit diesen Platten, ich habe gleich noch eine im Wohnzimmer, die kann ich mal kurz zeigen, wie die aussehen. Kann ich nur empfehlen. Die kosten zwar ein paar Euro, aber du sparst dir sehr, sehr viel an Zeit, an Arbeit und an Trocknungszeit. Was haben wir gemacht? Wir haben noch aufgeteilt. Geberitkasten, also sprich Hänge-WC davor. Da ist der Anschluss für den Durchlauferhitzer. Starkstrom liegt auch schon da. Da sind die Anschlüsse. Wir haben einmal hier komplettes Ventil zum Abstellen vom Wasserzulauf, dass wir also komplett einmal wasserlos machen können. Hier kommt das Waschbecken hin. Wir haben hier oben noch einen Auslass für einen Spiegelschrank, passt ja auch immer ganz gut dazu. Dann haben wir hier, geht es weiter, die Dusche kommt hier hin. Hier wird die Dusche eingesetzt, da ist auch schon Ablauf gesetzt worden. Das heißt also, da wäre auf jeden Fall Duschaufteilung. Damit ist die Aufteilung des Raumes eigentlich soweit klar. Der Raum ist auch schon soweit hier, die Wände sind gemacht worden. In den letzten Teilen kann man nur durchgucken. Auch hier ist schon alles komplett beplankt. Ganz wichtig ist, Feuchtraum, immer die grünen Platten nehmen, die sind nämlich beschichtet. Die weißen ziehen Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit allgemein an, das ist immer im Feuchtraum mal die grünen Platten nehmen. Ja, ansonsten wäre es schon ein bisschen Feinputz drauf, ist auch schon einmal abgezogen worden. Soweit erstmal das Badezimmer. Was jetzt noch fehlt, wir werden jetzt anfangen mit dem Boden aufzubauen. Der Boden ist doch der alte, wie man sehen kann. Hier wurde ja aufgrund des Wasserschadens alle Fliesen aufgenommen. Man sieht auch sehr schön hier den Fliesenkleber, mit der, wer hier drauf war. Das heißt, jetzt werden wir anfangen, den Boden aufzubauen. Wir werden ein bisschen hochkommen, Niveau herstellen. Dann wird die Duschtasche gesetzt als nächstes. Wir werden die Wände fliesen. Wände werden wir fliesen. Wie es heute modern ist. Früher hast du ja gemacht, alles bis zur Decke, dann hat man gesagt, bis zur Tür, also 2 Meter, 2 Meter 10, wie man auskommt. Mittlerweile macht man nur noch wirklich den Nassbereich. Das heißt, wir werden die Dusche halt bis auf Duschtastenhöhe hoch, bis meistens bis die Duschkabine aufhört. Hier kommt das Waschbecken hin, da werden wir auch nur den Waschbereich machen. Den Kasten werden wir auch nur ganz minimal verkleiden, also Fliesen setzen. Wahrscheinlich die Seitenwand gar nicht. In der Höhe werden wir auch nur so hoch gehen, wie es notwendig ist. Also mittlerweile, sorry, macht man es ja nur noch so minimalistisch mit den Fliesen, werden wir genauso handhaben. Fliesen haben wir noch nicht ausgesucht. Wahrscheinlich momentan ist in Boden schwarz oder Anthrazit und Wände in weiß. Boden finde ich total schön, 30x60, das sind ja diese bisschen breiteren vom Format. Und dann im Halbversatz, das heißt, du hast immer eine volle und die nächste volle zur Hälfte versetzt. Immer so im Versatz da drin. Gibt ein schönes Fliesenbild. Verzeiht sehr viel, werden wir noch mal sehen im nächsten Teil, wenn es soweit ist. Ja, soweit zum Badezimmer. Zargen haben wir noch alle erhalten. Türblätter waren alle hinüber, die waren nicht zu retten, aber die Zargen haben wir soweit erhalten. Siehst du noch, die ist noch drin. Hier draußen ist auch schon mal schön beigespachtelt worden, war schon abgeschliffen, ist schon Feinschliff drauf, das passt auch soweit ganz gut. Wohnungseingangstür wird wahrscheinlich auch behalten werden, wenn wir die sauber kriegen. Ist nur Staub. Sprechanlage ist noch drüben auf der Fensterbank. Ansonsten sind hier auch schon mal angefangen worden, die Wände zu verputzen. Wie man sehen kann, auch schon schöner Glattputz drauf. Oben die Decke ist auch schon soweit gemacht worden. Die ist auch nochmal neu hergestellt, die Dachkonstruktion, beziehungsweise die ist abgehängt worden neu. Die war nämlich auch hinüber, die Konstruktion konnte man nicht übernehmen.
Die war auch auf keinen Fall auch in Sachen Schall- und Wärmetechnik und Isolierung überhaupt nicht dem angemessen, was man heutzutage halt auch braucht. Das heißt, wir haben die neu hergestellt, neu abgehängt. Wir haben neue Lattung hergestellt, dann einmal mit Folie und einmal mit Dämmmatte abisoliert gegen Wärme und gegen Schall. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Hier werden auch nochmal auf dem Boden Fliesen kommen. Die Idee ist, wir machen Küche, Flur und Badezimmer, alles dieselben Fliesen, einem durch, dann ist es auch ein einheitliches Bild. Wandfliesen auch mal dieselben, ist immer das Einfachste, dann hast du immer alles in einem Stück, sieht alles gleichmäßig aus. Türzarge zur Küche auch neu erhalten worden, das heißt auch hier das Türblatt muss nochmal neu bestellt werden, kriegen wir aber soweit auch hin, auch Standardmaße, passt soweit ganz gut, muss einmal nur aufgearbeitet werden, das ist auf jeden Fall nochmal, muss einmal nochmal Farbe drauf und einmal ja, ein bisschen schick gemacht werden. So, Küche. In der Küche haben wir ein bisschen was gemacht. Zum einen, man kann auch mal hier gucken. Hier war noch mal am Anfang, ich glaube in Teil 1 und Teil 2 hier noch komplett offen, da konntest du hier durchgehen. Auch das ist wieder hergestellt worden, komplett beigeputzt worden. Die Ecke ist neu gemacht worden. Man sieht noch hier, die Panzerecke ist hier drin gesetzt, auch sehr wichtig, damit die Ecke auch, wenn man dagegen stößt, nicht sofort nachgibt. Man sieht hier ganz leicht so ein metallisches Schimmern. Da ist eine Panzerecke mal eingesetzt, kann ich nur empfehlen. Damit hält die Ecke auch die nächsten 20 Jahre noch locker. Genau, ansonsten auch hier die Wand ist schon verputzt, ist alles auch komplett neu gesetzt. Decke genauso, ist hier genauso in einem Stück abgehängt worden, auch wieder vorschriftsmäßig gemacht worden. Das heißt also, da ist auf jeden Fall auch alles soweit safe. Wir haben hier noch, hier gehen die Heizungsrohre her, haben einen Rabitzkasten, also einen Kasten aber hergestellt, einmal schön verkleidet, abisoliert, bis zu oben, bis zur Decke geführt, so dass man sieht auch schön, wo die Rohre rausspringen, dass man dementsprechend da das Ganze hat. Heizkörper müssen wir noch tauschen. Wie ihr seht, ist hier noch der alte Heizkörper drauf. Der ist auch nicht mal an der Wand befestigt, wie man sehen kann. Machen wir ebenfalls neu. Dann können wir im Nebenzug auch hier mal schön nochmal gerade putzen. Dann machen wir immer gerne, wenn wir den Heizkörper abhaben, alles schön nochmal dahinter neu. Das heißt neu einmal komplett schön glatt putzen, tapezieren, obwohl wir werden hier wahrscheinlich einen Glattputz machen, streichen, weil du kommst da nie wieder so gut ran wie jetzt, wenn der Heizkörper weg ist. Deswegen machen wir das in einem Zuge halt dementsprechend durch. Ja, ansonsten hier der Arbeitsbereich der Küche, siehst du auch alles schön nochmal neu gemacht worden. Die Wand ist nochmal komplett gezogen worden. Hier waren ja vorher der Fliesenspiegel drauf, ist weg. Einmal schön komplett durchgezogen. Das heißt also, auch hier können wir schon die Wandfliesen drauflegen. Wandfliesen, wie gesagt, machen wir dieselben wie die Wandfliesen im Badezimmer. Finde ich halt immer sehr praktisch. Ein Farbton. Du hast auch nur zwei Fliesen, du kaufen musst, zwei Fliesen du lagern musst. Finde ich immer ganz cool. Ansonsten, Küche ist, wie gesagt, sonst nicht viel passiert. Sind wir eigentlich soweit damit durch? So, jetzt gehen wir nochmal zum Wohn- und Schlafraum hin. Da ist nochmal vielleicht, ja, da ist nicht allzu viel passiert. Hier ist auch noch der Raum, wo auch am wenigsten zu tun war, muss man ganz klar zu sagen. Wir müssen hier nochmal den Feinputz machen. Man sieht nochmal sehr gut, da wird, wie der alte Putz noch da aufgetragen wurde mit dieser blauen Farbe, diesem Babyblau. Der muss nochmal abgekratzt werden oder abgeschlagen werden. Da würden wir nochmal kleine Macken ausarbeiten. Vielleicht kannst du nochmal abziehen. Heizkörper muss ebenfalls auch nochmal neu gemacht werden. Das ist auch nochmal der ganz alte. Die sind ja auch in Sachen Heizleistung und in Sachen Effektivität mit heutigen Ansprüchen nicht mal ansatzweise sicherzustellen. Der ist direkt an der Wand, das heißt, die Hälfte der Heizleistung geht direkt ins Mauerwerk rein. Ja, heute nicht mehr State of the Art. Hier, so sah auch vorher der Kasten in der Küche aus. Da kann man es mal ganz gut sehen. Früher wurden halt einfach so gemacht, wie man sieht, mit einem Stück Holz, ne, so eine Lattung hergestellt und dann einfach dann links und rechts dran angeschraubt. Das heute wird es ein bisschen umfangreicher gemacht. Genau, auf jeden Fall ist das schon mal gut gedämmt, das ist schon mal sehr wichtig. Hier auch nochmal dasselbe auf der Wand, man sieht hier auch nochmal, hier muss ein bisschen nochmal der Putz ab, beziehungsweise der alte Putz ab, schön begradigen, gerade ziehen. Die Steckdosen sind immer noch zu tief da unten drin. Und hier hatte ich ja gerade schon kurz gesagt gehabt, hier seht ihr die Platten, die wir im Badezimmer genommen haben. Die sind. Kann ich nur empfehlen. Hohl, ziemlich leicht, kann man sehr gut schneiden. Haben eine sehr gute Haltbarkeit und damit kannst du ja sehr, sehr gut die Verkleidung herstellen und unebene Flächen einfach davor schrauben oder Punkt kleben. Und damit kannst du sehr gut auf jeden Fall ein Niveau herstellen. Super Empfehlung. Kann ich gerne euch auch mal unten in den Show Notes oder in den Text einmal verlinken. Der Hersteller, es gibt davon mehrere, wie immer. Es gibt natürlich den Originalhersteller davon, es gibt auch Alternativen dazu, auch im Baumarkt kriegst du die auch. Sind ein bisschen teurer, die Platten. Spart dir aber sehr, sehr viel Arbeitszeit und wird Trocknungszeit vor allem sehr viel.
Genau, Boden ist hier schon vorbereitet. Der ist auch super glatt. Hier kommt nachher wahrscheinlich, wenn wir Laminat drauflegen oder vielleicht so ein Vinyl draufkleben, mal gucken, je nachdem, was sich hier anbieten würde. Aber der ist im Prinzip schon vorbereitet, da muss man nicht mehr viel machen. Genau, Türzarge, auch hier haben wir die erhalten können. Wir haben ja immer ganz wichtig bei Türzarge, muss man halt beachten. Es gibt zwei Arten von diesen Scharnieren. Das sind die Scharniere, die man heutzutage noch kaufen kann. Es gibt auch die alten Scharniere, die sind meistens ja dreimal so lang, vielleicht sogar viermal so lang. Die kann man nicht mehr nachkaufen. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass die Scharniere noch gibt und deswegen werden wir die auch die Türblätter einzeln nachkaufen können. Und daher konnten wir die halt erhalten. Wie gesagt, die müssen aber nur ein bisschen malermäßig nochmal aufgearbeitet werden, einmal vielleicht abschleifen und neu lackieren, dass sie einmal schön sind, die Macken rausgehen. Und Türblatt, die günstigsten Türblätter kosten, glaube ich, 22 Euro, 28 Euro. Ich meine, da siehst du kein Holz drin, gar keine Frage. Das ist nur Papier drin. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall die Zarge, ist das Aufwendigste, das Teuerste. Und das Einsetzen der Zarge ist auch sehr, sehr aufwendig, dass die in alle drei Richtungen genau passt. Ist nicht einfach. Musst du zwei, dreimal gemacht haben, damit das einmal funktioniert. Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, das ist einmal der Zwischenstand, den wir dazu haben. Wir sind gleich im Zeitverzug drin. Das ist so, wir mussten andere Projekte vorziehen. Wir gucken mal, dass wir jetzt ein bisschen weiter vorwärts kommen und vielleicht in den nächsten 4 Wochen nochmal ein Update dazu geben, wie es hier weiter gewesen ist. Ansonsten, vielleicht nochmal kurz aber der Durchgang. Also soweit, Wände waren viel Arbeit, die Decke war eine Riesenarbeit, die neu abzuhängen, vor allem über Kopfarbeiten, ist halt immer sehr unangenehm. Es musste komplett alles hergestellt werden, das hat eine riesen Zeit gekostet. Die Installation hat auch ein bisschen Zeit gefressen. Ja, aber ansonsten geht es weiter und es gibt bald einen neuen Teil, den Teil 5. Freue dich darauf. Wenn du ihn nicht noch hast, abonniere den Kanal, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn der nächste Teil rauskommt. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis bald.